Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute freue ich mich ganz besonders auf das, was ich hier für euch habe. Das sind diese hier, die Lost Kitties. Die habe ich von Hasbro zur Verfügung gestellt bekommen, freundlicherweise. Ich bin total begeistert. Ich hätte sie mir sowieso selber gekauft. Und wahrscheinlich auch nicht nur vier, sondern wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Wir schauen erstmal hier ein bisschen rein. Mal gucken, vielleicht hole ich mir da auch noch mal ein paar mehr von. Ich bin sehr gespannt, wie die kleinen Kätzchen hier aussehen werden, die wir hier rauspulen. Ich glaube, das ist nämlich nicht nur einfach rausholen. Da ist noch ein bisschen mehr, was man noch tun muss. Deswegen legen wir gleich mal los. Es ist ab 5, ab dem Alter 5. 5 plus. Und ich würde euch gerne sagen, was sie kosten. Ich habe schon wieder vergessen. Mann! Okay, ich blende es ein. Wenn ich es irgendwo finde, dann blende ich es euch jetzt ein. Ich werde es finden. Ja, wir schauen mal hinten auf die Packung drauf. Sieht wirklich, es sieht aus wie eine Milchtüte. Das ist so süß. Und da steht, was steht da? Eine Katze plus zweimal toter Fisch plus einmal Schüssel. Was? Okay, ich bin gespannt. Hinweis, enthält Weizen. Es enthält Weizen? Muss ich da was essen? Nein, oder? Sind da eigentlich verschiedene hier an der... Oh, ich glaube, es sind... Nee, doch nicht. Ach, schade. Ich dachte, es sind hier verschiedene an der Seite. Ich glaube, es sind immer die gleichen. Einmal hier so eine und einmal hier eine grüne. Ist die gerade am Brechen? Ich glaube, die ist am Brechen. Oh, das kenne ich nur zu gut von meinen Katzen. Und die hier ist in ein Toastbrot reingesprungen. Warum? Warum tust du das? Meine Katzen sind ja die ganze Zeit immer nur am Würgen, weil die so langes Fell haben. Und im Sommer ist es ganz übel. Da haaren die so extrem. Oh, was haben wir da? Wie süß, guck was raus. Moment. Ich hole mal ein bisschen näher ran. Ah, jetzt sieht man auch hier von der Seite die Bilder. Das ist ja cool. Was ist das denn? Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Beipackzettel, oder? Katze im Karton. Die springen auch immer in den Karton rein. Kenne ich bei meinen auch. Oder verstecken sich unterm Karton, sobald irgendwo einer da ist. Da ist hinten, okay. Und hier sind die ganzen Katzen, die man sammeln kann. 36? What? Wow. Das ist Serie 1. Ich bin ja mal gespannt. Vielleicht gibt es ja später nochmal Serie 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. So wie bei den ganzen Playmobil-Sachen. Da gibt es ja auch schon mittlerweile Serie 13. Bald kommt, glaube ich, Serie 14. Die gibt es dann auch natürlich wieder bei mir. Mumps. Für die Katz. Was ist das denn alles? Lolz. Sind das so verschiedene Unterkategorien? Wahrscheinlich, ne? Ah, und ein Bild vorne drauf. Das ist wie so ein kleines Mini-Poster, denke ich mal. Das ist bestimmt immer das Gleiche, oder? Wir schauen uns das mal an. Das ist wieder irgendein Beipackzettel. Worauf muss ich achten oder sowas? Jetzt geht's los. Hier ist so eine... Oh, ich hole das mal raus. Hier ist so eine richtige Verpackung. Sieht ein bisschen aus wie ein Quark. Finde ich. Wir machen den mal auf. Ich glaube, man kann den nicht essen. Das lassen wir mal lieber. Ich glaube, das ist Knete. Ah, lassen wir es so. Oh. Oh, ich mag ja Knetgeruch irgendwie, ne? Wir graben mal ein bisschen. Aber mit langen Fingernägeln ist das nicht so gut. Oh, dann klebt das alles unter den Fingernägeln. Oh nein! Oh, komm raus! Oh weia! Da muss man ja richtig drin wühlen. Das sieht auch wirklich aus so ein bisschen wie Milch oder so. Oder oh, ob die überall weiß ist, das weiß ich auch nicht so genau. Mal schauen. Jetzt habe ich das überall unter den Fingernägeln. Nein! Okay, also man muss richtig nach der Katze hier graben. Die Knete kann man auch danach natürlich noch benutzen zum Spielen. Wow, da ist ja noch mehr drin. Das ist ja cool. Ich hole erstmal alles raus. Ich bin gerade neugierig. Oder oh, das sieht aus wie so gekautes Kaugummi. Uäh. Ah. Haben wir die? Bestimmt. Glaube ich, eins. Ist das ein Sticker? Ja, das ist ein Sticker. Das ist ein Sticker. Das ist ein Laptop. Ich habe einen Laptop. Juhu. Ich habe einen Laptop gefunden. In der Knete. Und noch irgendwas. Was ist das denn da? Das ist eine Schweinerei. Ein Becher. Okay. Wir haben einen Becher. Oh Gott, das kriege ich jetzt gar nicht so schnell auf die Schnelle. So sauber hier. Das
muss ich später machen. Wir tun erstmal die Knete hier wieder rein. Wollen ja nicht den ganzen Tisch dreckig machen, wenn nicht sowieso schon hier alles dreckig ist gerade. Dann haben wir einmal diesen kleinen süßen Laptop mit Tatze. Den kann man aber nicht bewegen, der ist hier so hart. Dann haben wir einmal den kleinen hier und ich glaube, dass wir den vielleicht jetzt auch hier rausholen. Achso, den Becher habe ich eben schon gezeigt, ja. Muss ich das hier aufschneiden? Ich bedanke mich schon mal dafür, dass ich jetzt überall Knete hängen habe an der Schere. Bei mir selber, danke. Und da ist sie. Ja, das ist tatsächlich die, die wir auf dem Bild haben. Das ist die kleine Katze. Wollte ich mal kurz anfassen hier. Rosa Bauch. Hinten mit ein paar Streifen. Jetzt will ich noch wissen, wie du heißt. Hast du einen Namen? Die hat bestimmt einen Namen, oder? Auf jeden Fall, achso, naja gut, sie hat eine Unterkategorie. Wir haben die eine, die am PC sitzt, am Laptop. Wo ist sie denn? Die wird bestimmt schneller als ich. Das ist eine rosane. Wo ist sie denn? Sag mal. Die da unten? Ist das die da unten? Wäre jetzt die einzige, die mir so... Aber warum haben wir denn... Wir sehen hier gar nicht, was die für ein Beistück hat. Also wir sehen jetzt nicht, dass sie doch... Das ist sie aber. Aber wir sehen nicht, dass sie einen Laptop dabei hat. Vielleicht ist das ja auch geheim, dass man nie weiß, was dabei ist. Grummels. Oh, das ist so eine, die so schlecht drauf ist. Oh nein, ich habe eine, die schlecht drauf ist. Ah, wir machen die schon gut drauf. Ja, wir kraulen deinen Bauch. Vielleicht hilft das was. So, okay. Moment. Ja, wir stellen dich mal hier hin. Dann sieht man dich wenigstens noch so ein bisschen. Und dann gucken wir mal die nächste an. Ich habe überall Knete. warte. Nee, die hier machen wir mal. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob es weiße Knete sein wird wieder. Erstmal das hier. Das ist immer das gleiche, denke ich, oder? War das jetzt das gleiche? Ne, wir müssen uns das Poster nochmal kurz angucken. Nicht, dass wir nachher verschiedene Poster haben. Nee. Das war, glaube ich, das gleiche Poster. Ja. Okay, das gleiche Poster ist immer mit dabei. Dann kommt das hier wieder und die Knete ist braun! Wow, wir haben Kakaoknete. Moment, da muss ich aber erstmal die weiße Knete hier unter meinen Fingernägeln irgendwie wegkriegen. Ich will doch nicht weiße und braune Knete mischen. Und dann wühlen wir jetzt mal im Kakao rum. Nein, ich habe die Folie kaputt gemacht. Entschuldigung. Oh, beherzt zugreifen. Also macht schon Spaß, muss ich schon sagen. Macht schon Spaß, hier so in der Matsche rumzurühren. Macht man ja nicht so häufig. Ich jedenfalls nicht so. Es sei denn, ich knete irgendwie Frikadellen oder so. Dann fühlt sich das auch so ähnlich an. Hier haben wir schon mal den ersten Teil. Da kommt gleich wieder das Kätzchen raus. Hier ein bisschen... Die fühlt sich übrigens gut an, die Knete. Ein bisschen braune Knete. Na, kommt da überhaupt was? Ja, doch, irgendwas ist noch da. Außer dem Bild ist noch was da. Achso, das kann ich eigentlich hier drin lassen. Knete tun wir hier wieder rein. Upsi. Was haben wir denn da gefunden? Ein Pizzastück. Haben wir Garfield gefunden? Ach nee, der ist ja Lasagne. So, ich glaube, das hier könnte eindeutig ein Pizzastück sein. In Blau. Und das ist... vielleicht eine Muschel? Ja, das ist eine Muschel. Der ist vielleicht am Strand gerade hier und ist am Strand neben den Muscheln eine Pizza. Mal gucken, wie der aussieht. Wir haben ja hier schon den Sticker. Sollen wir zuerst den Sticker angucken? Ich weiß nicht genau. Erst Sticker oder erst Figur angucken? Ich gucke mal erstmal auf die Figur. Jetzt habe ich ja gerade den Luxus, dass das hier sowieso umgedreht ist und ich habe es noch nicht gesehen. Schauen wir mal hier rein. Ah, ich muss das gar nicht aufschneiden. Hier, es gibt hier so ein Ritzer. Toll, meine Finger sind so schmierig. Ich krieg's nicht auf. Gut, nehmen wir doch die Schere. So, und was werden wir wohl haben? Oh, eine dicke. Eine richtig dicke Katze, eine Platte. Guck mal, wie platt die ist. Die ist auf jeden Fall in die Breite gegangen, wenn man das mal so sagen kann. Und hat da... Was ist denn da vergraben unter ihr? Ich glaube, das ist eine Fernbedienung. Das ist so eine ganz faule. Moment, ich habe schon das richtige Outfit hier für sie. So.
so passt das doch gut. Aber warum eine Muschel? Keine Ahnung, warum die eine Muschel dazu hat. Das ist doch eine Fernbedienung. Die finde ich richtig gut. Die gefällt mir. Ah, wie heißt die? Also, wozu gehört die? Wir gucken mal eben. Die muss man doch jetzt total einfach finden. Da ist sie, da oben. Chicky! Ach so, da unten machst du deinen Namen. Niles hieß der. Und die heißt Chicky und gehört zu den, für die Katz. Okay. Hashtag für die Katz ist das wahrscheinlich, oder? Wenn man sowas gefunden hat, dass man das dann irgendwo eingeben kann oder was weiß ich, vielleicht ein Bild hochladen kann. Ich weiß nicht, warum die Hashtags da so gemeint sind. Eventuell wird das so gemeint sein. Und dann gucken wir uns natürlich noch das Bildchen an. Noch voll viel Knete drauf. Knete! Süß. Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir uns die Bilder erst danach angucken, weil ich glaube, das verrät schon viel zu viel. Braune Knete. Du kommst dahin mit deinem Pizzastück und deiner komischen Muschel. Und ich will meine Knetfinger loswerden. Ah. So, mal sehen. Was gibt's jetzt? Welche Farbe kriegen wir an Knete? Anleitung? Nächste Anleitung. Und? Ah, okay, es ist wieder weiß. Vielleicht gibt es ja auch nur weiß und braun. Kann ja auch sein, dass es immer nur Milch und Kakao gibt, zum Beispiel. Oder was gibt's denn noch? Es würde ja vielleicht auch noch Erdbeermilch geben und Bananenmilch. Nicht, dass wir jetzt Pech haben und noch die gleiche. Oh nein, bitte nicht. Das wäre blöd. Nein, nein, nein. Ich möchte bitte eine andere haben. So, graben wir mal. Mal gucken, was wir finden. Kann ich schon irgendwas erfühlen? Nee. Ah, ich sehe schon die blaue Folie. Blaue Folie. Nee, ich glaube, das ist eine andere. Ich glaube, das ist nicht die gleiche, die wir da schon mal hatten. Wow. Das ist echt tief drin. Ich sehe schon das Bild. Das zeige ich euch nicht. Und ich zeige es mir selber auch nicht, weil ich will es nicht wissen. So. Ja, es ist was anderes, Gott sei Dank. Es ist was anderes. Was finden wir denn hier? Was ist das? Hä? Da, kann man da einen Fisch draus kneten? Seht ihr das? Oh, ich glaube, man kann genau, einmal kurz von oben nochmal zeigen. Sieht ein bisschen aus wie so eine Fischplatte oder so. Ich glaube, man kann mit den Sachen irgendwas ausstechen aus der Knete. Kann das sein? Oder halt so reindrücken und dann hat man einen Abdruck. Das ist natürlich auch cool. Also auch eine coole Idee. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel hier so eine Muschel irgendwie so reindrücken kann. Und dann hat man vielleicht einen Muschelabdruck. Sieht man das überhaupt? Also man hat auf jeden Fall einen Muschelabdruck. Nein, ich habe die braune Knete reingedrückt. Ah! Okay, nicht ganz so dramatisch gewesen. So ein bisschen braune Knete haben wir jetzt hier drin. Da haben wir den Teddy. Vielleicht so ein ganz gemütliches Kätzchen, was wir gleich haben. Oder so ein ganz liebes, was irgendwie immer schmusen will. Der Teddy, der ist ja richtig gestickt, sehe ich hier so am Bauch. Hier außen sieht man noch so die Stickereien von dem Teddy ein bisschen. Wie das jetzt hier wieder zusammenpasst, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht. Was mag wohl für eins sein? Vor allem, zu welcher Sorte gehörst du? Zu den Lieben. Oh, ein schlafendes Kätzchen. Oh, da unten ist so ein kleiner Fußabdruck. Wie süß. Ist das bei den anderen auch gewesen? Nee, der hat keinen Fußabdruck. Die hat eine kleine Tatze da unten. Als ob man hier so das Füßchen sieht von unten. Die ist ja total niedlich. Da! Napkin. Die Kuschels. Ah, cool. Oh, die ist ja auch voll süß. Oh, die will ich auch haben. Und einmal das Bildchen. Ja, okay, das ist nur sie, ne? Und die schmust natürlich hier mit dem kleinen Teddy. Ah, das passt. Das ist doch cool. Du kommst hier hin. Jetzt habe ich gleich nicht mehr so viel Platz hier. Ah, wir haben auch nur noch eins. Bananenmilch, Bananenmilch, Bananenmilch. Oder so. Ich hole gleich beide raus. Okay, es ist wieder Kakao. Ich sage einfach mal, es ist Kakao. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Doch, ist Kakao. Ich muss mal wieder ein bisschen weiß loswerden. Nicht, dass ich hier wieder das ganze Weiß und Braun verteile. Komm schon raus. Ist doch so cool hier mit dem Öffnen immer. Dass man alles irgendwie einzeln so aufmacht. La la la, ich esse jetzt meinen Joghurt. Ups. Schon wieder kaputt gemacht. Und hier außen ist auch immer diese gleiche Prägung drauf. Auch irgendwie cool. Ich versuche mal wieder ganz bis zum Boden direkt durchzukommen. Ach, ich
schwierig. Nee, ich muss hier einmal vorher abbrechen. Ich krieg das nicht in einem Stück. Nee, gut. Holen wir erstmal das raus. Ich spüre da gar nichts. Hä, haben wir da gar nichts mit dabei? Doch. Doch, ich habe was gefunden. Ganz unten auf dem Boden. Moment, ich zeig euch die Katze noch nicht. Ich will selber auch nicht reingucken. Ich muss nur mal... So, jetzt weiß ich. Kann ich greifen? Das machen wir mal wieder weg. Und dann suchen wir hier mal die Einzelteile noch raus. Da ist was Kleines, glaube ich. Oh, ein Skateboard. Ein Skateboard. Das sind bestimmt irgendwie ist so eine aktive Katze oder so eine sportliche Katze. Unten richtig mit kleinen Rädern. So, und das hier ist... Was ist das denn? Hä, ist das ein Katzenklo? Das sieht ein bisschen aus... Ist das ein Katzenklo? Oder irgendwie so eine Schatulle? Hier auf der Seite haben wir auch sowas mit... Upsi, mit einer kleinen Tatze. Aber was ist das? Ich würde es fast für ein Katzenklo halten, aber ich weiß nicht so, ob das so... Ob das so richtig ist, ob das so gemeint ist. Mal testen. Mal gucken, was da so steht. Vielleicht sehen wir irgendwelche anderen Infos noch. Tada! Oh! Okay. Die sieht aber auch aus. Sie sieht aus wie so eine Kung-Fu-Katze. Als ob die gerade so am Kämpfen ist. Tada! Oder als ob sie die Arme verschränkt. Auch so eine mürrische könnte auch sein. Hinten wieder so mit Tigerstreifen. Die guckt so ein bisschen. Mal gucken, wie sie hier guckt. Hier guckt sie auch so. Nein. Oder so, ja, so Ninja-mäßig könnte auch sein. Oh, die klaut mich. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das war ja laut. Hier. Zwei Milchtüten hat die. Das ist vielleicht ein Räuber. Wo ist sie denn? Du da. Wo bist du? Da. Da unten. Sporties. Doch Sporties. Ach, vielleicht guckt sie, weil sie auf dem... Ah, Moment mal. Cathletic. Okay, Sketch heißt sie auf jeden Fall. Vielleicht guckt sie so, weil die hier gerade auf dem Surf... genau. Auf dem Skateboard so unterwegs ist. Und ich so... Wow! Deswegen guckt sie vielleicht so. Aha. Ja, nice. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert von den kleinen Dingern hier. Auch wie man die irgendwie rausholen muss und so, das ist halt echt ein richtiges Erlebnis. Das ist nicht mal eben kurz so, ich pack das mal eben aus und zeige euch mal, was das ist, sondern nein, man muss mal richtig für arbeiten. Mir macht das richtig viel Spaß. Also, coole Dinger. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal so eine Katze hier ausgepackt habt. Und welche ihr hattet. Ich bin gespannt, was ihr so schreibt. Ja, falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich unten gerne kostenfrei abonnieren. Vielleicht gibt es ja auch noch mal eine weitere Folge von denen hier. Könnt ihr mir auch natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann. Miau.